Sina vermisst ihren Lieblingsteddy. Die Zweijährige musste ihn zurücklassen, als sie mit ihrer Mama überstürzt ihr Zuhause verließ. Ihr Papa schlug immer wieder ihre Mama. Sina hatte große Angst. Vor ein paar Monaten packte ihre Mama dann nur das Nötigste zusammen und sie flohen aus der Wohnung. Zuflucht fanden sie im Mutter-Kind-Haus der Diakonie Michaelshofen in Köln-Porz. Im vergangenen Jahr haben mehr als 850 Mütter und Kinder in Köln unsere Beratungsstellen für häusliche Gewalt aufgesucht. Auch in unseren Mutter-Kind-Häusern nimmt die Zahl der hilfesuchenden Frauen zu. Sina und ihre Mama fühlen sich jetzt sicher und geborgen. Nur ihr Lieblingsteddy, der fehlt Sina manchmal. Damit sich die kleinen Bewohner in den Mutter-Kind-Häusern richtig wohlfühlen können, fehlt es noch an Spielsachen, einem Sandkasten oder einer Schaukel. Schenken Sie mit Ihrer Spende Kindern wie Sina, die leider schon viel Schlimmes erleben mussten, ein Stück ihrer Kindheit zurück.